Hey Leute und willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider mit unserer Entdeckungsreise im Spiel. Und ich habe keine Ahnung, wo ich bin und was ich machen soll. Deswegen würde ich sagen, wir folgen einfach mal dem Grünen etwas die Pechvögel, wenn ich denn von hier aus da überhaupt hinkomme. Ich habe keine Ahnung. Was haben wir denn hier noch? Guck mal, da ist aber auch noch ein Relikt. Das visieren wir doch gleich mal an. Das ist da oben. Komme ich da nicht ran? Ach nee, ist das nicht diese Stelle, wo ich nicht rankomme? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Doch, doch, doch. Doch, 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 doch. Da müsste man rankommen. Genau. Guck mal, hier war sie noch gar nicht drinne. Machen wir das mal. Ich habe, wie gesagt, gar keinen Plan irgendwie, was ich zuletzt gemacht habe. Ich glaube, da hatte ich auch keinen Plan. Noch eine Skulptur. Aber diese sieht aus wie ein Spiel. Ein Spiel. Wir gucken uns das Spiel an. Guck dir das Spiel mal an. Oder das von hinten, damit du weißt, wie das geht. Weißt du? So, und Steine und so. Ach so, ja, Mann. Was will sie denn jetzt wieder? Sie will schon wieder was, was ich nicht checke, ne? Vielleicht steht hier irgendwo an der Seite die Anleitung. Aber guck dir die Steine nochmal genauer an. Bin zu doof. Diese Teile kommen mir bekannt vor. Die habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Ach echt? Ich habe keine Ahnung. Ich erinnere mich nicht. So. Mein Gott. Hoffentlich schaffe ich das mal, dieses Spiel hier nicht zu lösen. Da liegt noch irgendwas auf dem Truck. Was liegt denn hier? Eine Kiste. Das ist ja ultra. So, was haben wir denn noch hier so? Kräuter. Kräuter interessieren uns jetzt erstmal nicht. Dann haben wir hier noch eine Truhe. Die könnten wir auch nochmal fix abklappern. Wenn die nicht so weit weg ist, sollte das ja machbar sein. Ja komm, nun spring. Und da ist noch eine Flagge. Da ist noch eine Flagge. Da ist noch eine Flagge. Eine Flagge, eine Flagge, eine Flagge. Die darf doch da gar nicht sein, oder? Guck mal, wenn ich da so rumgehe. Aber wenn wir schon mal hier sind, ne? Dann gehe ich da hoch oder so. Oder auch nicht. Komme ich hier rum? Kannst du da hoch? Lara? Hoch mit dir! Ja, genau. Flagge! Aber die ist ja unten. Die ist ja gar nicht da. Ach, das sind die Fenster, die hier klappern. Ich denke schon, hä, was ist hier los? Okay. Mal ein bisschen Öl oder was auch immer. Erfahrung. Und ein Fähigkeitspunkt. Juhu! Das ist schon mal sehr gut. Das ist gut. Da beginnt der Part gut. Draußen wird es langsam Frühling. Hier in dem Spiel ist immer noch Winter. Ja, weil ich einfach mal so lahmarschig bin und in den letzten Tagen, Wochen gerade nicht so viel geschafft habe. Kannst du nicht von hier die blöde Flagge mal kaputt machen? Das nervt voll. Ja, dann muss ich da jetzt wieder raufspringen. Nutzt ja nichts. Kannst du nicht einfach mal über den Zaun jumpen? Burn. So. Schneid es ab, Lara. Huh. Yeah. Herausforderung abgeschlossen. Kampf um die Flagge. Und Credits verdient. Juhu. Das ist doch mal erfolgreich gewesen. So, und da ist aber immer noch die Truhe, eine Höhle, ein Münzversteck und natürlich die Mission. So, dann wollen wir mal. Warte. Kannst du da was runterholen irgendwie? Ist das irgendwie zum Abfackeln oder soll ich damit was anderes machen? Irgendwas soll ich damit abschießen. Ach, hier die Leichen. Schön. Schön. So. Ich habe mir übrigens überlegt, nochmal mir eine Festplatte irgendwie irgendwann mal wirklich so mal bald anzuschaffen. Also noch eine Festplatte, wo mehr Speicher drauf ist, weil ich das Gefühl habe, das könnte daran liegen, dass es immer so ruckelt. Einfach, weil ich nicht immer so viel Speicher auf meinem Rechner habe. Und meine externe Festplatte habe ich zwar, aber was soll ich denn machen? Irgendwas ab... Ah, okay. Aber die surrt immer so, wenn ich die anschieße. Und ich habe das mal ausprobiert und da ruckelt das mit der noch mehr. Also ich glaube, das ist einfach ganz gut, nochmal irgendwann eine neue einzubauen. Und da irgendwie dahinter ist was, okay.
Das ist ja toll. Ah, hier können wir rein. Hier waren wir auch noch nicht. Machen wir das mal. Breche es ein! Ah. Also und bis dahin wird es halt immer mal so laufen wie jetzt. Wäre aber cool, finde ich. Besser. Bessere Performance und so. Auf Dauer. Ja, diese Truhen sind immer gut. Mehr Power, mehr Upgrades, mehr Teilvollautomatikflinte. Neue Ausrüstung halten. 2 von 4. Sehr schön. Ja, so wird das hier was langsam. Du hast doch die Fotos von mir gesehen. Wo sind die hier auf einmal? Wo sind denn hier bitte Leute? Sind die da draußen auf einmal, oder? Okay. Irgendwo da draußen, würde ich sagen. Wird gespeichert. Habe ich eigentlich von allem genug Kram? Weil, keine Ahnung. Guck mal hier, das habe ich noch nicht. Kann ich auch nicht. Was ist mit, nein, du sitzt da und bin, ne. Kann ich die mir bauen? Auch nicht. Normale. Da fehlt mir das Zeug. Dazu fehlt mir auch was. Ja, dann habe ich Pech. Ja, wie sieht's denn aus hier? Irgendwie, da sind Kräuter wieder. Das Münzversteck hätte ich gerne nochmal. Das muss hier direkt irgendwie bei mir um die Ecke sein. Und da oben. Mal schön nach oben. Münzversteck. Münzen, Münzen! Münzen sind auch toll. So, das habe ich auch. Guck mal, wie schnell das hier heute geht. Da ist die Höhle. War ich da jetzt in der Höhle schon drinne? Monolith-Basislager. Ich glaube, ich... War ich Truhe? Nee, ich war in der Höhle. Die Höhle haben wir noch nicht. Ja, dann fixieren wir die mal an hier so, weil da scheint ja auch diese Quest zu sein, die wir noch machen müssen. Nee. Oder? Aber wo sind denn die Typen, die gequasselt haben? Typen? Ach, da hinten. Ja, sollen die da doch rumgurken? Die Frage ist, wo kann ich rumgurken? Mal runter. So, da sitzt du hin, okay. Mhm. Unten ist die Höhle. Und da ist das. Aha, okay. Soll ich jetzt trotzdem nach oben? Nee. Nee. Kann ich hier mich einfach runterfallen lassen? Geht. Ja, nicht so. Natürlich am Seil, du Pappnase. Aber da liegt noch was. Da funkelt noch was. Der Zufall wollte es wieder so. Jawoll. Da ist auch noch was. Das war gar nicht schlecht, dass ich runtergegangen bin. Ja, habe ich jetzt hier Pech? Komme ich hier irgendwie nochmal hoch? Oder wie? Schnee, Eis und Kälte müssen bald vergehen. Die Dummen, die da, die Dummen, die da, die Dummen, die da, die Dummen. Eigentlich wollte ich da so runterspringen. Ich weiß nicht, ob sie das schafft überhaupt. Ja, schafft sie. Sehr schön. Komme ich jetzt. Wo komme ich jetzt hin? Ab durchs Eiswasser? Ah. Ja, dann gehen wir da rüber. Hier irgendwas oder warum kann man hier hin? Da muss ich hin. Okay. Es ist kalt. Ja, es ist kalt. Ab auf den Klotz. So, Metallbarrieren mit Sprengladung.
Okay, keine Sprengladung. Nee, das ist keine Sprengladung. Das reicht nicht? Muss ich das jetzt hier mit meinem... Aber ich hab doch nicht, oder? Das geht nicht. Musst du explodieren. Ich hab keine. Ich hab aber nicht. Ich kann nicht. Habe ich noch eine andere Möglichkeit? Warum geht das nicht mit der Sprengladung? Weil die anderen kann ich gerade nicht benutzen. Oh, das ist ja doof. Hatte ich nicht noch eine andere Möglichkeit? Ich nicht? Das ist ja doof. Ach, das ist ja doof. Habe ich schon gesagt, dass es doof ist? Ja, weil jetzt bin ich hier. Weißt du, jetzt bin ich hier und... voll umsonst so. Wo kriege ich denn jetzt dieses Erzzeug her, damit ich mal neue Dinger erstellen kann? Wie komme ich hier jemals wieder weg? Ja, dann warte ich eben ab. So, ich meine, hier ist so, da muss ich, glaube ich, den anderen mal helfen. Dann holen wir uns das Relikt oder Herausforderung, Relikt. Hatte ich schon. Höhle. Und dann nehmen wir uns die Höhle vor. So. Da will ich jetzt hin. Muss ja auch gemacht werden. Und wenn ich dann wieder so ein Sprengdings habe, dann... Ja, dann mache ich das anders. Ja, komm. Dann komme ich hier nochmal her, meinetwegen auch mit dem Cut. Geht ja gerade nicht, ne? Voll gemein eigentlich so. Ja, ja, ja. Ab zur nächsten Höhle. Ich hoffe, ich laufe jetzt gerade nicht auf die Kerle zu. Merkt das nicht. Dann sabbeln die ja wieder und sie duckt sich. Jetzt zum Beispiel. Macht sie fertig tot. Kann ich mir jetzt vielleicht diese Sprengdinger holen? Habe ich jetzt Ressourcen eingesammelt, dass es gehen könnte? Nein, nein, bleibt mal hier bei dem. Jetzt den anderen nochmal. Nee, ich brauche, glaube ich, dieses Erzzeug oder so. Okay, hier sind wieder Leute. Wo denn? Oh. Oh. Oh, immer daneben, du Reh. Ja, gut. Nicht. Was ist denn los mit dem Reh? So, habe ich hier irgendwie das Gefühl, hier ist irgendein Wildtier oder so. Irgendwas? Wieso laufen die denn hier so rum und die Tiere drehen so durch? Irgendwas muss hier sein. Ah, da hinten. Guck mal hier. Ah, oh, Giftpfeile wären jetzt auch voll gut. Du kleiner blöder Wolf. Na gut. Aber immerhin, die habe ich geschafft. Aber was wir brauchen, sind eigentlich halt, wie gesagt, ein bisschen Sprengkram, ein bisschen Giftpfeile, ein bisschen Pilze und sowas halt. Ja. Naja. Was es hier alles noch so zum Einsammeln gibt, ist schon krass. Ja, das ist auch schön. Aber auch nicht das, was wir eigentlich brauchen. Da ist die Höhle.
Vielleicht haben wir Glück und finden da drin so dieses Metallzeug. Wo ist sie denn? Ach, hier ist sie. Ach, guck mal. Guck mal, du. Juhu. Na, ist hier drinne. Also, hier drinne könnte auch ein Tier sein. Huhu. Ein Rucksack, ein Rucksack. Nimm's mit. Ja, cool. Karte aktualisiert, Geheimnisse entdeckt. Immer schön, wenn wir schon mal hier sind. Das brauchst du nicht. Hast du noch da? Guck mal, hier. Das ist gut. Genau das, was wir brauchen. Jawohl, jetzt können wir auch wieder Explodierpfeile machen. Aber ein bisschen wenig. Nochmal so eine Ladung wäre ganz gut gewesen eigentlich. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Aber es reicht, um dass wir jetzt die Herausforderung, die Leute da befreien können. Das wäre schon schön, oder? Die sollten wir da eigentlich echt mal rausholen. Was haben wir hier noch? Münzversteck, Höhle, Dideldumm, Wandgemälde, Monolith. Der muss auch eigentlich mal echt gemacht werden. Wenn der nicht so weit weg ist, sieht eigentlich gar nicht so weit weg aus, dann können wir den auch noch machen. Habe ich es jetzt verbraucht? Habe ich es jetzt... Nee, habe ich es verbraucht. Nein, nein, nein. Du sollst die anderen machen. Die. Scheiße, jetzt fehlt es mir doch wieder. Jetzt habe ich es verplempert. Egal. Das war doof. Ich dachte, sie nimmt automatisch jetzt die Explodierdinger. Hätte ich mehr drauf achten sollen. Ja. Egal. Gibt es auch noch anderes zu tun. Ich werde schon noch was finden. Da. Nimm mit. Dieses. Die Grammatik ist etwas primitiv, aber ich denke, sie weist auf ein Versteck hin. Und noch mehr Münzen. Hoffentlich hier in der Nähe. Und da haben wir noch eine Mission, die verfügbar ist. Und da ist noch ein Münzversteck. Dann können wir da ja gleich schon wieder zurückrennen. Aber dann gehe ich lieber nochmal zur Mission. So, irgendjemand, der hier uns... wo denn? Sollte das so mehr rechts sein? Achso, bei ihm hier? Oh, hallo. Hi. Haben Sie die Mine bei der alten Sowjetanlage gesehen? Hm? Viele von uns sind dort gestorben. Mhm. Okay. Ich grüße Sie. Viele von uns haben für die Sowjets in den Minen gearbeitet. Selbst nachdem wir sie vertrieben hatten, starben sie an einer seltsamen Krankheit. Ja, aber von euch kriege ich nicht die Mission, oder? Oder was? Okay. Hä, wo ist denn... Wo führt mich der seltsame blaue Pfeil hin? Irgendwo da unten? Ich mag diese Orientierungslosigkeit immer nicht. Also auf der einen Seite finde ich es richtig cool, dass es so eine große Welt ist und auf der anderen Seite ist es halt schon... Ja, schon krass, wie man sich hier auch verirren kann einfach. Will ich da hin? Ich glaube nicht, aber... ja, hier waren wir schon. Hier ist auch noch gar nicht so ein Seil dran gedingst. Ich glaube, das soll eher dahin, oder? Das andere hängt ja auch noch, von daher... Okay. Aber irgendwie ist es woanders, wo ich hin will. Und ich verstehe es schon wieder nicht. Vielleicht hilft mir da meine Karte. Ich soll dahin. Muss ich dann irgendwie unten? Ich glaube, ich muss eher unten. Oder woanders lang. Wenn wir schon mal hier sind, Vorratsschuppen, Überlebensversteck. Sind wir schon wieder da? Funkturm. Ich glaube aber nicht, dass wir genug Münzen haben, ne? Wo hat man das denn hier? Da. Stand hier nicht das mit den da, byzantinischen Dingens? Münzen. 123. Das ist ja nicht viel. Das ist ja nicht so viel. Ja, dann
Die Mission, keine Ahnung, die scheint ja eigentlich voll in der Nähe zu sein, aber ich weiß schon wieder nicht, wohin. Dann nehmen wir doch mal die Krypta. Nehmen wir uns doch mal die Krypta hier vor. Die müssen wir auch machen. Ich versuche einfach gerade so, ja, jetzt nicht so lange nachzudenken. So, ich versuche das jetzt eigentlich möglichst schnell hier abzuklappern. Weil ich kann mir vorstellen, dass schon der ein oder anderen da draußen jetzt echt gerade so ein bisschen anstrengend ist. Dass jetzt hier nicht das endlich das Finale kommt oder so. Man das so ein bisschen einen rausbringt aus dem Spiel. Das war ja auch meine Befürchtung so. Aber, ich finde schon, dass, ja, jetzt, dass wir es jetzt halt durchziehen sollten. So. Einfach mal eine Karte gefunden. Juhu. Okay. Was ist jetzt anders? Weiß jetzt nicht, was mir die Karte eigentlich bringt. Geh jetzt mal hier lang. Ich hoffe, der Eingang zu dieser Krypta ist nicht da oben. Irgendwo. Geh jetzt mal hier lang. Nö. Sieht ganz gut aus. Ja, spring mal. So, mach mal. Vielleicht eher darum. Tülü? Eiskalt. Jetzt bin ich doch wieder hier, wo ich... Okay. Also zum nächsten Part werde ich auf jeden Fall den Krypta-Eingang anvisieren. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Rise of the Tomb Raider. Ich gebe mir Mühe, hier so schnell wie möglich alles abzuklappern. Echt jetzt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann!